Hallöchen, heute gibt es mal ein ganz anderes Video von mir, als ihr das gewohnt seid. Heute bin ich mal zu sehen und nicht nur zu hören. Und zwar zum einen, weil ich heute Hilfe habe, danke an die Kamerafrau. Und zum anderen, weil es heute um das Thema nonverbale Kommunikation mit dem Hund geht. Und da ist es jetzt so, nonverbal heißt, ich spreche nicht und ich sage nichts, sage kein Kommando. Und deswegen ist es gut, dass ihr mich dann seht mit dem Hund und nicht nur hört, das wäre ein bisschen blöd. Ja, nonverbal heißt, wie kommuniziere ich mit meinem Hund? Ich mache das über Gesten, über körpersprachliche Kommunikation halt. Ich zeige was, eventuell auch über eine Berührung, zum Beispiel, wenn man den Hund belohnen möchte. Ist eine Berührung, eine Belohnung, eine soziale Zuwendung? Ja, nonverbal halt. Ja, warum das Ganze? Ja. Bei mir war es so, diente der Beschäftigung mit den Hunden und einfach so, weil wir so im Alltag kommunizieren. Das ist halt das, was wir jeden Tag machen, seit Jahren auf unseren Spaziergängen. Es ist auch unbewusst passiert, weil das Thema Kommunikation bzw. körpersprachliche Kommunikation finde ich super interessant. Und Platz. Das ist nicht nonverbal. Fidel. So. Das war nicht nonverbal, dann haben wir gleich den Unterschied. Und ja, ich habe es unbewusst gemacht, wie gesagt, zu jedem erlernten Kommando immer eine Gestik oder irgendein Zeichen dazugefügt. Und dann hat sich das über die Jahre so eingespielt. Ja, die Gasthunde sind laut. wozu das Ganze? Es gibt verschiedene... Ja, in verschiedenen Sinnen. Einmal, wenn der Hund im Alter vielleicht mal taub wird oder so und der kennt es, der hat es von Grund auf an gelernt, auch auf Körpersprache, auf Gestiken zu achten, ist das eine Hilfe auf jeden Fall. Andersrum, ich verliere mal die Stimme, keine Ahnung, ich werde krank, was auch immer, kann nicht rumbrüllen, nicht sagen oder so, dann ist es auch ja, von Vorteil, wenn der Hund weiß, wenn irgendwas gezeigt wird, was er dann zu machen hat. Ja. Und nonverbal ist halt ohne Sprache, ohne Lautäußerung und ich wollte euch das jetzt mal mit meinen Hunden zeigen. Und deswegen ab jetzt, meine Lippen sind versiegelt.
Hier ein Schwenk auf die Zuschauertribüne. Total süß. Aber eigentlich sollte es noch weitergehen. Hallo, wir wollten eigentlich noch nicht aufhören. Ich wollte nur sagen, das war nonverbale Kommunikation mit dem Hund. Und das ist keine Anleitung. Und das ist einfach nur das Ergebnis, wenn man das von vornherein jeden Tag über Jahre mit seinem Hund so macht. Also es ist keine Hexen, wie nennt man das, kein Hexenwerk, sondern was der Hund mit ganz vielen Wiederholungen jeden Tag so lernt, das kann er irgendwann immer besser und das wird sich über die Jahre auch noch verbessern. Also wenn ihr Lust habt, mit euren Hunden irgendwas zu machen, macht einfach das. Viel Spaß!